Das sieht schick aus. Aber. Okay. Einführung Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfer an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung, Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung Mirian, um Verbesserung zu kaufen. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber rettet die Menschen in Mordor und findet die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Okay, Mirian, warte mal. Ach, das sind Münzen, okay. Diese Münzen werden von den Elbenschmieden von Eregion geprägt. Mirian wurde zur geläufigen Währung dieses Reiches und wurde in ganz Mittelerde gehandelt. Ebenso wie Ifildin, dem Sternenmond, mit dem die Elben ihre Toten markierten, bestehen auch die Mira-Münzen aus Mithril, das sie von den Zwergen erworben haben. Die Währung wurde von allen Völkern beim Handel eingesetzt, etwa auf wichtigen Märkten wie dem in Khazad-dûm. Zu Ehren der Zwerge zeigt eine Seite der Mirian Durins Tor und die andere dessen große Schmieden. Im zweiten Zeitalter setzte der dunkle Herrscher Sauron alles daran, die Mirian zu zerstören. Heute sind sie nur noch äußerst seltene Überreste eines längst vergangenen Reiches. Okay. Gut. Die Welt. Da ist eine Nebenmission, da ist das Sklaventreiber und da ist das von innen zerstören. Okay, ich würde sagen, kann ich das jetzt irgendwie... Achso, habe ich einen Weg. Perfekt. Hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Oh, hier sind die Blumen. Wann in der Geisterwelt V um das... Ach, und jetzt sind wir der Typ. Er ist der stärkste Krieger, den Mordor je gesehen hat. Ich bin Mitleider jeden, der seinen Zorn zu spüren bekommt. Kostet das irgendwas, in der Geisterwelt rumzulaufen? Nee. Aber wie komme ich da jetzt runter? Ach, springen, okay. Könnte auch hinhauen. Soll ich die erledigen? Sind das nur die da drüben, oder? Kann ich die irgendwie aus der Geisterwelt angreifen? Nee. Einfach in Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Gelb bedeutet, dass ein Uruk etwas Unauffälliges untersucht. Rot bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Halte Schiff gerückt, um zu schleichen und dem von dir verursachten Lärm zu verringern. So, es erinnert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen, an Assassin's Creed durch den Konter. Boah, durch das Feuer durchschlagen, das ist neu. Durch den Konterkampf und das ganze Setting hat ein bisschen, also gerade von der Steuerung her und dem Ganzen, hat es ein bisschen was von Assassin's Creed, aber das ist nichts Schlechtes. So. Kann man wenigstens vernünftig mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Und das ohne Probleme. Oh Gott. Sterben die auch, wenn man sie normal schlägt? Irgendwann, oder muss man die jedes Mal finalisieren? Aber ich glaube, die sterben auch so irgendwann. Ja, ja. Perfekt. Fähigkeit freischalten. Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten, um mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfe aus, um schneller Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Okay, wir haben neue Fähigkeiten. Ein Punkt übrig. Was gibt's denn hier alles? Hinrichtung. Drücke F, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Aufladen der Trefferserie nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Das ist doch praktisch. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Ausschaltmanöver aus der Luft. Das könnte praktisch werden. Stimme deine Landung genau ab. Leertaste drücken, wenn du dich über ein Hindernis schwingst, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus und eine Trefferserie von plus 1 zu erhalten. Schieß auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Bist immun gegen Schaden durch Feuerexplosion. Betäube deine Feinde E antippen und lasse dann deinen Klingenhagel auf sie niederregnen. Das ist cool. Drücke linke Steuerung, um von oben herab auf einen Karagor
aufzusitzen. Sobald du aufgesessen bist, kannst du mit ihm reiten, klettern und kämpfen. Aber ich nehme, glaube ich... ich fange jetzt mal mit dem an. Dann kann ich im Kampf direkt die Gegner erledigen und... Ich glaube, das ist ziemlich praktisch. Aber wie sieht denn das Hauptmenü aus? Ach so, da sieht man jetzt den Sklaventreiber, okay. Ein geisterhafter Umriss zeigt deine letzte bekannte Position. Jetzt habe ich ihn mit E betäubt. Kann dann die Trefferserie drauf landen. Das ist cool. So war das, danke. Muss man das mal treffen? So. Noch irgendjemand in der Nähe? Nicht? Nein? Okay. Dann gehe ich. Erstmal. So weit. Ach so. Okay. Das ist nicht freundlich gewesen. Im hohen Gebüsch gehst du automatisch in den Schleichmodus über. Ich glaube, das brauche ich jetzt noch nicht. Die Frage ist, ob es sich lohnt bei dem Spiel, die Gegner immer anzugreifen. Oder ob man eher schleichen sollte. Weil ich bin ja eher der Typ, der wirklich alles angreift, was er findet. Kriege ich denn das Elbengeschoss her? Das würde mich interessieren. Okay, looten kann man die nicht dann. Werde ich wenigstens nicht nichts übersehen in dem Spiel. Vorhin stand ja, dass man ein Elbengeschoss braucht. Steht das irgendwo? Nee. Oder? Vielleicht die Punkte. Ah, die Punkte da unten werden sein. Wenn man da schaut beim Ziel, dann sind da unten so vier kleine Punkte, die man fast nicht erkennen kann. So. Die Mithril-Klinge, wie ein silberner Blitz, schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Forme die Legende des Dolches Acharm. Und wie? Eliminiere die Sklaventreiber innerhalb von 3 Minuten durch Schleichtötung. All das Gerede, das unser Lager mit Noren zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug so, okay, das heißt... Vorsichtig sein. Shift. Schützen. Immer schön Shift. Eure Bolzen einfach in den Schädel der Bestie. So, Nummer 1. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Wie viel haben wir denn hier? So, ich würde sagen... Ich weiß nicht, ob das... so hinhaut, aber so sieht das doch ziemlich gut aus. Wir hatten sie, bis sich dein Fokus wieder auflädt, um die Zeit zu verlangsamen. Okay, der verlangsamt die Zeit auch. Das ist praktisch. Wo sind denn noch überall Ziele? Da drüben steht noch einer. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Da oben ist noch einer. Ich glaube, da gehe ich erstmal hoch, bevor ich jetzt von unten irgendwas falsch mache. Radlok hat den Tag getötet und ein ganzes Fass Grog für sich bekommen. Hat er nicht. Er hat es vom da oben steht einer. Und weg mit dir, Freundchen. Sieht man das irgendwo, wie sich das auflädt? Ach, da links unten, neben dem Ding steht eine Leiste. Das dürfte die Zeit verlangsamt sein. Schätze ich mal. Oh, macht kein... Hat jetzt nur kein Aufsehen. Perfekt, das funktioniert. Gut, wieder was dazugelernt, von selbst. Man kann hier hochklettern. Ist doch ein gelenkiger Typ. Wer gelacht. So, wir haben schon 3 von 10 nur. 4 von 10, danke. Zusätzliches Ziel, lass dich nicht entdecken. Also man kann es auch schaffen, wenn man entdeckt wird. Das ist gut, weil in der Regel schaffe ich das nie, ohne entdeckt zu werden. So. Da haben wir noch einen. Ich muss recht schnell machen. Ich habe am Anfang viel zu lange gebraucht. Fähigkeitspunkte erhalten. So, die zwei.
Wir haben noch vier Gegner. Vier Gegner, drei. Komm, 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 komm. Wo ist der letzte? Der steht da hinten irgendwo. Da ist einer. Okay, jetzt. Egal, was es war, es ist weg. Komm! Boah! Nein! Oh! Hä? War das. Hä? Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Verdammt! Warte mal. Ausschaltmanöver aus der Luft. Ich dachte, ich hätte es jetzt in letzter Sekunde geschafft, verdammt. Na toll, jetzt stehen da oben natürlich neue Gegner. Damit ich ja nicht schnell vorankomme. Wieso ist da jetzt mein Symbol? Wieso kann ich nicht auf Shift sprinten? Damit komme ich irgendwie noch nicht ganz klar. So, und jetzt F für Hinrichtung. Verdammt. Ah, ich hätte jetzt gerne mal ausprobiert, die neue Fähigkeit. Na, egal. Ich würde gerne alle Gegner sehen, damit ich weiß, wo ich hinschlage. So, den auch noch. So, am Anfang geht es ja noch gut. Probieren wir die Mission nochmal. Würde ich sagen. Ja. Würde ich schon sagen. Außer ich kann sie nicht nochmal probieren. Ich weiß nicht, wie das Spiel das handhabt. Meine Mission nach einmal Fehlschlagen nicht mehr machen kann, oder? Das trotzdem noch geht. So, komm, Achter-Kombo. Nein, natürlich nicht. Natürlich schlägt der mich jetzt einmal, dass meine ganze Kombo nicht im Arsch ist. Das ist also klar. So. Perfekt. Jetzt hätte ich eine Achterkombo. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Okay, man kann es nochmal probieren. Ich will das jetzt einmal schaffen. Oh Gott. Viel zu viele Gegner hier. So, wann mal. 8, 8, 8. Ah. Oh. Leicht brutal, das Spiel. Aber nur ganz leicht. So, ich brauche eine 16er. Genau so. Und dann ist das alles hier kein Problem mehr. Ah, okay. Vielleicht ist der eine noch ein bisschen nervig, aber sonst nichts mehr. Komm, 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 komm. Weg mit dir, weg mit dir. Du auch noch, du auch noch, du auch noch. Boah, ein bisschen hart ist der schon direkt gekommen. Boah, wie viel kommen denn da? Kommen da noch ein paar? Wir legen die alle zur Party ein. Kommen hier immer mehr. Ist das da unten eigentlich mein Leben, der rote Balken? Würde nämlich heißen, ich sollte langsam mal auf mein Leben achten. Schon die Hälfte verloren. Ich weiß nicht mal, wie man das auflädt.